Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich bastel gerade an einem Adventskalenderbuch und bin jetzt im Prinzip schon so weit fertig. Das ist mein Cover, innen und außen. Das muss natürlich noch verziert werden. Und die ganzen kleinen Boxen, Moment, ich hole jetzt mal nur einen Stapel rüber. So, habe ich hier. Also da sind dann ja, auf jeder Seite kommen ja 12 von diesen kleinen Boxen, wo man was reinmachen kann. Die werden dann ja in dieses Adventskalenderbuch eingeklebt. Die habe ich jetzt auch schon alle fertig. Ich muss jetzt im Prinzip ja, diese ganzen Boxen dort noch einkleben in das Buch. Das ist ja dann hinterher, ihr habt es aber ja sicherlich auch schon alle im letzten paar Mal gesehen. Wo ist jetzt diese komische? Ja, die werden jetzt ja hier so eingeklebt, immer drei nebeneinander. Und dann eben vier untereinander, so dass dann, ich fand das eine ganz schöne Idee, fand das total süß. Die Boxen sind nicht so klein, jetzt muss man halt nur gucken. Die waren jetzt gerade eigentlich sortiert, sind mir jetzt runtergefallen, egal. Auf jeden Fall habe ich das Ganze in diesem Rot-Weiß gehalten, ist für ein Mädchen. Wo ist meine andere Box? Da, so. Im Prinzip werden die dann jetzt ja hier eingeklebt. Und auf der anderen Seite auch. Und dann kann man das eben noch von außen und von innen noch und hier noch Gebamsel dran machen und verzieren. Und deshalb ist auch der Umschlag so dick. Seht ja, na, da passen jetzt gut zwei Boxen übereinander und dann kann man es immer noch zusammen machen. Ich wollte eigentlich das mit einem Band verschließen. Das habe ich jetzt vergessen, dort einzukleben. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen, wie ich es zumache. Wahrscheinlich jetzt werde ich da mit meiner Crocodile durchgehen und so ein Gummiband oder sowas drum machen. Und das Schöne fand ich eben, das kann sie dann auch aufstellen. Ne? Das muss man nicht im Buch lassen, das kann man hinstellen. Dann, und deshalb war ich heute Morgen noch mal im Action, weil ich noch für das Drumrum, fürs Cover hatte ich jetzt nichts Passendes. Ich wollte ungern jetzt so, ja, richtig tolles. Ich habe ganz viele tolle Weihnachtspapiere noch, auch für Kinder, aber dann kann man es nicht mehr dekorieren. Und darum habe ich jetzt nochmal, und da hatte ich nichts Rotes und Rot-Weißes mehr in dem Block und habe mir jetzt diesen Block nochmal geholt, wo eben diese Grundgeschichten drin sind. Und dann bin ich über was gestolpert, wo ich mich riesig gefreut habe. Und zwar gibt es in der Weihnachtsabteilung neue Papercraft-Sets. Da gab es ja schon mal mit Maritim und die fand ich total cool, weil da Aufkleber drin sind. Hier sind jetzt auch zum Beispiel, ich habe die jetzt mal aufgemacht, die sind leider zusammengetackert diesmal. Ja, da haben wir, zeige ich euch mal, was da so drin ist von einem Set. Das ist jetzt hier das rote Set im Prinzip. Da haben wir Aufkleber drin, hier ist das Band drin, hier sind Glöckchen drin. Na, hier sind so kleine Glöckchen. Hier sind total niedliche, süße Aufkleber drin. Die fand ich auch schön. Ja, das ist doppelseitiges A5-Papier in diesem Design. Die finde ich auch total schön. Das ist so ein bisschen wie Shabby Chic, ne? Das sind also nicht so richtig kräftig gedruckt. Finde ich auch richtig, richtig schön. Und die sind eben zweiseitig. Ja, das ist also das A5-Papier. Das war eben diese Aufkleberchen und diese Glöckchen. Dann sind hier total schöne Text drin, wie ich finde. Also die finde ich auch mega schön. Ja, dann haben wir hier zum Ausstandsteile. Ich habe erst gedacht, die haben das gemacht mit diesem Antackern, damit sie nicht so viel Plastik haben. Aber jetzt haben sie alles einzeln im Plastik, also macht keinen Sinn. Schade. Egal. So, dann haben die hier, ich finde die zuckersüß. Guck doch mal, was das für schöne Motive sind. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ich finde die mega schön. Gibt es einmal die. Dann sind es die. Finde ich auch mit dem Hasen hier aus dieser Mütze. Ist das nicht süß? Ja, also wie gesagt, ich fand die mega schön, diese Ausstandsteile. Da sind dann jetzt vier Bögen drin. Hier auch noch einer. Ups, da ist eine Lichterkette umgeknickt. Ja, also, und dann eben wieder in diesen typischen Weihnachtsfarben. Wie gesagt, vier Ausstand. Und dann haben wir hier noch den A4 DSP. Ja, das ist schon fast Cardstock, würde ich sagen. Also DSP ist dünner. Da haben wir einmal das Motiv, das kennen wir auch, dieses Gestrickte. Das ist in den schmalen, länglichen Weihnachtsblöcken auch drin. Hier hinten dann mit diesem Jingle Bells.
Mein Hund kommt um die Ecke. Dann haben wir jetzt zuckersüße Rentiere. Aber ich finde die auch mega schön. Und hinten dann so eine Lichterkette. Hier haben wir Pinguine. Und ich fand das so witzig, weil das passt im Prinzip zu dem Papier, was ich hier benutzt habe für die Weihnachtskalender. Da haben wir auch so kleine Rentiere drin, da haben wir auch Pinguine drin. Also fand ich total schön. Ja, und dann seht ihr ja hier, das ist alles so verwischt. Das finde ich auch richtig schön. Was das jetzt mit Weihnachten zu tun hat, das Schachbrett muss, da weiß ich nicht. Oder, aber auch die sind total putzig. Guckt euch die mal an. Die sind so süß. Ja, und dann eben hier mit so einer Borde unten dran. Ja. Und davon gibt es, ich habe jetzt vier verschiedene davon. Also, das war jetzt das Rote. Ich packe das jetzt auch nicht wieder ein, weil das würde jetzt zu lange dauern. Die anderen habe ich aber auch gar nicht ausgepackt. Noch nicht. Die kriegt man gar nicht so gut ab, aber da kann ich euch dann hinten drauf. Also, dann gibt es dieses schwarz-goldene Set. Da habt ihr dann auch wieder, aber diesmal sind die Glöckchen eben in Gold. Und ich drehe das einmal um, dann könnt ihr auch sehen, das sind die vier Stanzbögen. Sie steht ja auch bei, die Cut Paper. Dann habt ihr dieses A4 doppelseitiges Papier drin, diese Tags. Dann sind zwei kleine Sticker-Sheets, dann sind die Jingle Bells und nochmal das A6 doppelseitige Papier. Da finde ich auch, also auch dieses Ho Ho Ho, finde ich richtig, richtig schön. Dann haben wir das Ganze nochmal als Set in Silber, also Silber-Schwarz-Weiß, finde ich auch mega schön. Und das ist aber von der Gestaltung immer gleich, ich habe immer diese Glöckchen da drin. So, da habt ihr dann hinten diese vier Cut-Karten und hier habt ihr die Tags. Da ist dann dieses Papier bei, das finde ich jetzt noch nicht mal so weihnachtlich unbedingt. Das finde ich auch mega schön, auch diesen Pullover, diesen gestrickten. Ja, und da sind nochmal zwei Sticker-Sheets und auch wieder diese Glöckchen. Und dann hatten sie es bei uns noch in Grün. Und das ist was für französische Bulldoggen-Liebhaber. Schaut euch die mal an. Dann sind da wieder goldene bei. Ja, und da habt ihr dann eben diese Sticker, die hier oben abgebildet, also diese Die-Cuts, die hier oben abgebildet sind und diese Tags, da ist die französische Bulldogge wieder. Ja, da finde ich das Papier auch total schön. Da ist das A5 Papier zu sehen. Und hier sind dann die Aufkleber. Ja, und dann sind dann wieder die kleinen Glöckchen dabei. Und die haben gekostet 1,59 Euro. Dann habe ich mir mitgenommen diese Holzteilchen. Da gab es jetzt einmal diese Cupcakes und einmal gab es hier diese Katzen. Und die haben, weiß ich jetzt gar nicht, was da eigentlich draufgeschrieben. Moment. Ach nee, und dann habe ich noch diese Herzen. Genau, die habe ich, diese habe ich, diese drei habe ich mitgenommen. Ich hatte es eigentlich irgendwo draufgeschrieben, jetzt sehe ich den Preis gar nicht mehr. Ich meine 69 Cent. Also da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, und dann habe ich mitgenommen diese kleinen Holzdiamanten. Aber dann hatte ich noch andere, die finde ich jetzt gerade nicht, weiß ich gar nicht, in welche Tüte die gelandet sind, mit so kleinen Pfeilen und sowas. Und die haben 69 Cent gekostet. Und dann habe ich hier mir diese Streudeko mitgenommen, diese Sternschnuppen, einmal in Weiß und einmal in dem Roségold. Und als ich dann zu Hause war, habe ich gedacht, das ist ja schon fast leer. Da habe ich fast die Befürchtung, dass sich da irgendjemand schon dran bedient hat. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Seht ihr das? Also wenn ich mir jetzt das Glas angucke, was bis oben hin gefüllt ist. Und das, wo hier schon ja ein ganzer Rotz fehlt. Aber egal, ist jetzt passiert. Die kosteten 87 Cent. Und dann habe ich so gar kein schwarzes Satengband. Also so, eigentlich so für Halloween wollte ich das haben. Ich hätte es ganz gerne noch in schmaler gehabt. Das hatten sie jetzt nicht da. Aber fand dann eben auch das hier mit dem Elch in Schwarz ganz süß und mit dem Gold. Und habe gedacht, okay, dann komm, nimm dir die jetzt nochmal mit. Dann habe ich mir zwei von diesen einfachen Black Paper Blöcken mitgenommen. Die haben sie jetzt bei uns ganz, ganz lange nicht gehabt für 94 Cent. Ich habe heute Morgen ein Video gesehen, auch nochmal für einen Adventskalender mit Schubladen. Und die arbeitet auch mit dem Papier.
und habe gedacht, komm, nimm dir das schon mal mit. Und sie macht das in zwei Teilen und zeigt aber im Prinzip erst im letzten Teil des Videos, wie der überhaupt aussieht. Und sie hat gesagt, ihr könnt dann schon mal jetzt vorarbeiten, diese 24 Schubladen. Nee, mache ich nicht. Ich warte jetzt bis Donnerstag, da kommt Video 2 raus. Und dann gucke ich mir den Kalender erstmal an, wie der aussieht, wenn der fertig ist, ob der überhaupt was für mich ist. Dann hat meine Tochter sich beschwert, jeder kriegt ja dieses Jahr einen Kalender und sie kriegt keinen. Ja, und sie ist eben so ein richtiges Mädchen. Und den Blog hatte ich ja schon mal, aber den habe ich ja jetzt einmal schon komplett verbastelt gehabt für andere Sachen. Und habe gedacht, heute, weil ich eh beim Action war, habe ich den jetzt hier nochmal mitgenommen. Ja, und der passt zu ihr. Und habe auch von dem Block, glaube ich, nur noch dieses große übrig. Und das werde ich jetzt auch wieder übrig haben, weil das benutze ich gar nicht. Und das an, also das finde ich ja auch mega schön. Da zeige ich euch gleich mal eine Verpackung, wo ich mir denken kann, ich habe am Wochenende eine unheimlich schöne Verpackung gefunden, die gar nicht schwer ist, wo ich glaube, dass das mit diesem Papier mega aussehen wird. Ja, und auch die finde ich total schön. Ja, und da sind dann eben so gedecktere Farben, eben so typische Mädchenfarben. Ja, und dann habe ich den Block nochmal mitgenommen. Und genau für die gleiche Verpackung und die Blöcke, aber das wisst ihr ja, kosten 2,65 Euro. Ja, genau. 2,65 Euro. Und das ist auch nochmal dieser. Und den habe ich auch noch nicht gehabt. Und auch da finde ich alles das, was hier mit diesen folierten ist. Ich arbeite eigentlich nicht so gerne mit diesem folierten Papier. Aber für die Verpackung, die ich euch gleich zeige, ist das mega. Ist das richtig, richtig toll. Und darum habe ich mir dieses Papier jetzt auch nochmal mitgenommen. Wie gesagt, das hatte ich auch eigentlich noch gar nicht, weil ich eben nicht so toll finde mit diesen folierten Sachen. Aber zu der Verpackung, mega. Genau, das soll es dann jetzt auch erstmal gewesen sein. Ach nee, dann habe ich noch bei eBay Kleinanzeigen mir ein neues Stempelset von SU gekauft und zwar dieses Drauf und Dran. Hatte ich euch im letzten Haul ja auch gezeigt, weil ich hier unbedingt dieses für dich haben wollte und ich mochte die Schriftarten sehr gern. Die sind alle unterschiedlich und das hat mir sehr gut gefallen und darum habe ich mir das nochmal mitgenommen. Und dann habe ich mir bestellt bei dem großen A, diese kleinen Stempel, die habe ich in einem Haul gesehen und gefragt, wo sie die denn her hatte. Und sie hatte mir dann einen Link geschickt. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, da müsste ich wirklich nachgucken, wer der Macher der Stempel ist. Herbstgrüße, Regentropfen, Blätterrauschen, Windspiel, Pilze sammeln, Wolkenträume und Sturmzeit. Fand ich mega schön. Und diese wirklich richtig schönen großen Stempel, wir gratulieren zum Jawort, zu eurem Jawort, eine Karte für dich, viel Glück, alles Gute zum Geburtstag, alles Liebe, herzlichen Glückwunsch. Manchmal denke ich so, wenn man so einen großen Stempel auf eine Karte drauf macht, dann braucht die Karte gar nicht mehr viel an Deko, finde ich. Also, und darum habe ich mir die jetzt auch einmal mitgenommen. Ach so, das sind ja die Verpackungen, die ich selber mache jetzt mit meiner Fuse, mit diesen, und das ist mega. Also, ich finde meine Stempel jetzt alle wieder. Und habe mir jetzt sogar angewöhnt, wenn ich Stempel habe, wo ich auch Stanzen zu habe, dass ich dann vorne die Stempel reinmache, pack hinten die Stanzen rein und dann muss ich nicht immer durch zwei Kisten suchen, wenn ich was zusammen haben will. So, und dann war ich kurz im Kick und habe diese, die kosten jeweils 1 Euro und habe diese wunderschönen, ja, Steine gefunden. Einmal sind es ja richtig diese normalen Bastelsticker, die glitzern und glimmern so, ne, die verändern die Farbe. Dann habe ich, das ist bei denen ja nicht anders, dann so eine Tropfenform. Eigentlich wollte ich diese ganz kleinen Steinchen nachgucken, die hatten sie aber gar nicht mehr. Jetzt habe ich natürlich auch das Problem, jetzt haben sie sie in Action nicht mehr, jetzt haben sie sie bei Kick nicht mehr, wo ich sie vorher gekriegt habe. Mal gucken, wo ich sie jetzt herkriege. Ja, und jetzt erstmal zu der Verpackung, wo ich euch gesagt habe, dieses Glitzerpapier. Ist die nicht mega? Ich finde die so toll. Also ich bin total hin und weg. Und ich fand die so schön. Die musste ich unbedingt, unbedingt nachbasteln. Und die ist auch gar nicht schwierig. Jetzt habe ich mir nur vergessen aufzuschreiben, bei wem ich sie gesehen habe. Aber das werde ich unten in die Infobox schreiben. Also da weiß ich jetzt leider nicht mehr wirklich so genau, wo. Und man könnte sie auch, und das fand ich total witzig, so nach unten drücken. Und wenn man das aus anderem Papier macht, sieht es dann fast aus wie eine Blume. Aber ich finde es eben sehr schön, dass das so ist. Und ich habe erst gedacht, boah, das wird nicht einfach sein. Doch, das ist total einfach.
und macht so viel her und es geht eben sehr, sehr viel rein in diese Box. Ne? Und öffnen tut man die hier oben über diese Schleife. Und da muss man dann auch keinen Doppelknoten oder sowas machen. Also das hält auch so. Ich habe vorhin sogar ein Video gesehen auf YouTube, die hat gar nichts dran gemacht. Also die hat da gar keine Löcher. Das hält im Prinzip auch so. Ihr seht ja, das springt nicht auf. Und dann kann man das hier aufziehen und da geht eine ganze, ganze Menge rein. Ja. Und wenn man das jetzt hier, jetzt ist es ein bisschen störrisch, weil die Schleifenbänder, aber wie ihr seht ja, ich brauche das noch nicht mal zubinden. Also man könnte es sogar basteln, denke ich, ohne eine Schleife. Ne? So. Da schreibe ich euch in die Infobox, wo ich diese Anleitung gesehen habe, das ist jetzt irgendwie weg, das Blatt Papier. Dann habe ich bei der Daniela Hödel auf dem Kanal gesehen, sie hat diese, die sind ja auch im Netz jetzt total viel zu sehen, diese ja, Weihnachtskugeln nennen die sich ja, und sie hat die eben, das ist die Größe, die ursprünglich im Netz geht, und sie hat eben jetzt eine so eine längliche davon gemacht, und ich muss sagen, die finde ich von der Form fast noch schöner als die. Und was ich richtig toll fand, sie zeigt euch auf ihrem Kanal, wie ihr eine Schablone machen wollt. Also wenn ihr jetzt sagt, boah, das finde ich total schön, das würde ich gerne als Adventskalender machen, weil die sind wirklich sehr groß, da passt, glaube ich, sogar ein Überraschungsei rein, und verschlossen werden die eben auch hier oben, kann man die öffnen, und einfach nur dadurch, dass man das Band immer wieder durch diese kleinen Löcher zieht. Wie man sich eine Schablone basteln kann, damit man diese, man muss ja hier schon sehr viel falten, ne? Eben auch diese Dreiecke und so, und wie man so eine Schablone bastelt und wie man das größentechnisch abwandeln kann, um sie vielleicht noch größer zu machen. Also eine ganz, ganz tolle Erklärung bei Daniela Hödel, die Wunderwelt aus Papier. Wirklich toll gemacht und wirklich eine schöne Anleitung. Dann habe ich gesehen, dass Stempeln mit Claudi, die hat gemacht so ein kleines Weihnachtshandtäschchen. Das fand ich auch süß. Ich meine, die Anleitung ist nicht neu, die kennt man. Ne? Aber ich fand es eben so jetzt in dieser Weihnachtsvariante, da kann man hier so ein kleines Moncherie reinmachen oder Ferrero Küsschen. Eine goldene Kugel ist, glaube ich, zu dick. Und das hält jetzt eben über diesen Button, den ich da vorne drauf habe, und fand das eben auch schön. Und das wollte ich das ausprobieren. Sie hat das dann in diesem Glitzerpapier auch ausgestanzt. Und ich finde die mega süß. Ne? Also nett als Tischgoodie auch. Und dann habe ich noch eine andere Tasche gestern im Netz gefunden. Die fand ich auch süß. Die Shopping Bag. Aber ich glaube, das ist auch, weil es von gestern war, habe ich es noch nicht auf meiner Liste. Verschlossen wird das hier oben mit so einem kleinen Magnetverschluss. Kann man auch was reinmachen. Ups. Und die fand ich auch total süß. Also wer Interesse an der Anleitung hat, schreibt es mir in die Kommentare. Dann setze ich euch den Link drunter, wo ich das gesehen habe. Finde ich auch mega schön. Dann habe ich gesehen die Krönchenbox. Und ist die nicht bezaubernd? Also boah, ich fand die so mega süß. Und die Krönchenbox habe ich gesehen bei... Moment, wo ist sie? Also bin ich denn jetzt irre, das verkehrte Ding hier? Nein, Krönchenbox. Von der bei Stempelfantasie. Genau, Stempelfantasie hatte diese Krönchenbox gezeigt und ich fand die mega schön. Und oftmals ist es so, dass ich dann sowas sehe und denke, so viel Falzerei und das ist bestimmt schwierig. Und dann probiere ich das immer erst aus an so einem Stück billigen Papier. Da habe ich mir mal beim großen A, das ist auch 220 Gramm Kopierpapier bestellt, das sind 500 Blatt, komme ich ewig mit aus. Aber wenn ich dann so Projekte mal testen will vorab, mache ich das meistens mit dem Papier. Und jetzt habe ich es einfach nur mal, um dem ein bisschen Farbe zu geben, dann auch noch mit dem Filzstift angemalt. Also wer kein DSP hat oder gutes Papier, ich habe das jetzt nicht schön gemacht, weil ich kann nicht malen, aber könnte man sich das sicher auch mit weißem Papier und dann einfach nur so ein schmales Stück drum wickeln. Also bestimmt auch süß. Also die Krönchenbox von Stempelfantasie. Dann habe ich gesehen, eine süße Anleitung für Halloween. Und zwar diese Hütchen. Also das fand ich auch richtig mega schön. Das ist von dem YouTube-Kanal frisch gestempelt. Und sind die nicht süß? Ich fand die toll. Und die werden nur aus diesen Kreisstanzen gemacht. Und hier unten ist Butterbrotpapier. Und da drin befinden sich ein halbes Päckchen von diesen Mini-Smarties. Klar muss man jetzt, wenn man an die Smarties will, hier ein Loch durchstechen, aber dadurch macht man die Verpackung ja eigentlich gar nicht kaputt und könnte sie immer noch hinstellen als Deko. Aber ich fand die Idee mega schön. Also gesehen habe ich das, wie gesagt, bei frisch gestempelt.
Das ist auch schon eine ältere Anleitung von vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich. Und ich finde die total süß, diese kleinen Hütchen. Dann habe ich auf dem Kanal Stempellädchen. Die hatten so einen Blog-Hop am Samstag und da sollte jeder eine Gutscheinverpackung machen. Und sie hat dann eben gesagt, okay, ich kenne diese Täschchen auch, habe sie jetzt aber noch nicht in der Weihnachtsvariante gesehen. Und sie hat dann halt hier einen Gutschein reingemacht und hat gesagt, das ist meine Gutscheinverpackung. Ich fand die total süß, habe sie deshalb einmal nachgebastelt. Und während ich so am Basteln war, habe ich gedacht, Mensch, das könntest du da auch umwandeln für Halloween. Ja, und habe dann eben so eine Halloween-Verpackung, also mit Halloween-Papier eine Verpackung und habe das kleine Gespenst, was da rauskommt, ein bisschen Halloween-Stempel habe ich. Und hier ist jetzt eben so ein Monster-Lolli, so ein Totenkopf-Lolli, den man da reinstecken kann. Und man könnte sicherlich, es gibt ja auch dieses Haribo als Halloween. Ja, und fand ich aber auch eine total süße Idee und habe gedacht, naja, wenn der eine oder andere vielleicht noch eine schnelle Alternative findet, weil hier wird ja gar nichts geklebt, mit Ausnahme, dass man jetzt hier vorne was draufklebt, ruckzuck gefaltet, nochmal sucht, ist das vielleicht auch eine schöne Anregung eben zu Halloween oder wenn ihr Halloween feiert für eure Gäste oder was auch immer, finde ich auch eine mega süße Idee. Und dann zu guter Letzt habe ich noch gemacht das Weihnachtskörbchen von Stamp Up Your Life auf dem YouTube-Kanal. Sie hat dieses Weihnachtskörbchen gezeigt und das ist so süß. Ich finde das richtig schön. Eigentlich gehören da die goldene Kugel rein. Die hatte ich jetzt nicht. Das ist so diese günstigere Variante davon aus dem Penny. Die sind jetzt sogar zu klein, also da passt schon ein bisschen was rein. Man kriegt sogar, habe ich gestern ausprobiert, so ein Gummibärchenpaket könnte man da sogar reinmachen. Also, ne, und hätte dann noch immer Platz. Also die sind schon sehr groß, geht auch ruckzuck. Das Einzige, was im Prinzip auffällt, ist, jetzt habe das hier, könnt ihr das sehen, ich habe jetzt diesen Tannenbaum, den habe ich embossed. Ne, das hat ein bisschen aufgehalten, aber muss man ja nicht. Man muss ja auch keinen Tannenbaum nehmen. Man kann ja alles Mögliche. Ein Stern wird mit Sicherheit auch schön aussehen. In ihrem Video zeigt sie es fertig so auch ausgeschnitten mit dem DSP, wie es jetzt hier bei mir ist. Aber in dem Video selber zeigt sie es mit einer Banderole, weil sie sagt, also das mit dem Ausschnitten schneiden, das wäre so fickelig gewesen. Und deshalb würde sie jetzt eine Banderole nehmen. Also ich fand es jetzt nicht fickelig, ich habe es mir selber ausgerechnet, eben wie das so ist, die Höhe, ne, so groß, so viel von unten, die Mitte und dann schräg schneiden, dann hat man ja im Prinzip diesen Aufleger. Aber wie gesagt, die Anleitung selber findet ihr bei Stamp Up Your Life, Weihnachtskörbchen heißt das. Ja, also ich habe schon eine Menge wieder gebastelt aus meinen Materialien, die ich gekauft habe. Jetzt habe ich heute wieder neue Materialien gekauft, aber nun gut. Aber wie gesagt, ich muss ja jetzt noch diesen Weihnachtskalender fertig machen. Den muss ich ja auch noch verzieren. Der Weihnachtskalender von meinem Mann ist auch noch nicht wirklich fertig. Da brauche ich auch noch ein bisschen Deko. Und deshalb habe ich gedacht, ach komm, dann nimm die mal mit. Da sind ja so viele schöne Die-Cuts drin, die du ausdrücken kannst. Und da musst du nicht mehr groß was machen. Die kannst du dann da schön draufkleben. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch mein Video gefällt, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten sage ich, seid kreativ, passt auf euch auf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.